Herzlich willkommen bei Shakes and Fidget. Ja, und wir können jetzt erstmal eine Rasse aus dem Mensch, Ork, Dunkelelf, Elf, was? Elf? Ork, Dunkelelf, Goblin, Zwergen, Gnome, Dämon. Eine Dämonin. Hehe, das sieht doch gut aus. Glück, bla 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 bla. Ja, Dämonen machen Magie eigentlich. Dann nehmen wir auch Magie. Auswürfeln? Wie, wo, was, was, was? Wie heißt mein Charakter? Juna LP. Dieser Name ist noch frei. Yay! Weiter. Weiter. Der neue Charakter wird in deinem Steam-Profil gespeichert. Los geht's! Gefällt dir Shakes and Fidget? Woher... Woher wollen die wissen, ob es mir jetzt schon gefällt? Wie soll das denn jetzt ehrlich gesagt gehen? So, die Taverne blinkt. Hinein ins Abenteuer. Für bestandene Abenteuer erhältst du Gold und Erfahrung. Sprich gleich den Questgeber am Tisch an und such dir eine Quest aus. Das ist also ein Questgeber. Okay, nicht so laut. Es soll hier Spione geben, aber... Viel wichtiger ist, ich habe einige ziemlich brisante Geheimaufträge. Vielleicht bist du ja an einem davon gewachsen. Oh, Villa, ein Abenteuer. Das Monster mit 11 Augen. 11 Augen? Oh. Eine Spinne? Das. Nee, wie viele hat eine Spinne, ey? Das verwunschene Schloss, Auftraggeber in der Kiste. Machen wir erstmal das mit den 11 Augen. Gucken wir mal. Hey, du, pass mal auf. Du musst das Monster mit den 11 Augen in die Schwarzwassersümpfe eskortieren und sing ihm vor dem Einschlafen ein kleines Liedchen. Und wenn du es machst, mach es cool. Hä? Mach es cool, mach es kalt oder so. Also bring es um oder so. Keine Ahnung, hier macht mir keinen so wirklich Sinn. Erfahrungspunkte, Dauer, ja... Dauer, Erfahrungspunkte, da gibt es mehr Erfahrungspunkte oder für weniger Kohle. Dann machen wir erstmal für Kohle was. Es ist ja nur eine Minute. Auf Reisen! Während einer Quest kannst du dich im Waffen- und Zauberladen ausrüsten. Verbessere, wie, wenn ich weg bin, kann ich mich ausrüsten? Mein Charakter ist doch gar nicht da. Bessere Gegenstände helfen dir, schwierige Abenteuer zu bestehen und größere Gegner zu besiegen. Okay. Nicht wirklich besser. Rüstung 3, Rüstung 3, Rüstung 2, Rüstung 1. Wie viel Kohle habe ich denn? Ach, da oben. Aha. Dann ziehe ich erstmal wieder selber Schuhe an. Das ist nicht besser. Das ist auch schlechter, das ist auch schlechter, das ist schlechter. Oh, direkt bessere gekommen. Zu wenig Oh. Ihre Null Rang sowieso besser als 6,11% der Spieler. Das war schon am Anfang eine Menge. Ich habe doch eigentlich noch gar nichts gemacht, oder? Geschafft. Dann haben wir hier eine Beute. Ein Pilz und 42 Gold. Bla bla bla. Plus die Erfahrung. Plus Ehre gewonnen. Und 99 Abenteuerlust noch. Was hat der für uns? Ein Helm theoretisch könnten wir uns schon holen. Oder Handschuhe mit Rüstung 2. Oh, das hört sich interessant an. 15 Sekunden noch, nun nehmen wir an.
Also 15 Sekunden, das ist doch super. Also zur Nebeninformation, ich werde Shakes and Fidget erstmal ein bisschen hochspielen. Ich werde nur ein, zwei Folgen eben halt erstmal produzieren, damit ihr seht, wie ich hier reinfinde ins Spiel. Und dann werden wir auf jeden Fall. Werden wir auf jeden Fall hier weiter spielen. Ich habe erstmal hier den Ton runter gemacht. Das ist ja. Es war nicht so schlimm, dass immer hier Ton kommt, aber das sollte auch nicht lauter sein als ich hier. Das geht ja gar nicht. Ich denke, jeder kennt fast dieses Spiel. Zumindest derjenige, der hier drauf geklickt hat. Ja. 6 bis 12. Ich habe, glaube ich, 4 bis irgendwas, ne? Feuerball. Hier nehmen wir das erstmal. Ein bisschen Kohle und sowas sammeln. Was gibt es hier für Optionen? Lautstärke. Stellen wir nochmal auf 40 runter. Ja, stellen wir auf 20 runter. Und dann können wir das hier auch so lassen. Vollbild. Jo. Versuchen wir es mal in Vollbild. Das sieht schon echt nicht schlecht aus. Also grafisch ist das echt gut hier. Gegenstand vergleichen. Dieser Charakter. Keine Tipps anzeigen, keine Gildeneinladungen. Okay, cool. Gehen wir mal zurück zur Taverne. Da können wir nämlich hier schon wieder. Warum sollte man den Kampf speichern? Das verstehe ich nicht. Abenteuer, das kannst du dir auch antrinken. Frage den Barkeeper. Oh. Okay. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das Teil brauchen wir. Das gehen wir mal los. Wir werden aber nochmal. Ach so, hier liegt schon mal Karte. Blablabla. Hier kann man das natürlich auch ein bisschen hochkaufen, so wie es aussieht. Jetzt habe ich ziemlich viel Geld ausgegeben. Hoppala. So, ein bisschen Glück noch steigern. War klar, Waffen. Jetzt haben wir natürlich kein Geld. Aber die hier interessieren mich. Wir müssen jetzt ein Gold haben und ein so ein Pilz. Neue Ware können wir uns theoretisch auch aussuchen. Ey. Dass das nicht mal so gegen den Gegenball kloppt hier, wenn er sich zu schnell dreht oder so. Das ist unser Besitz hier oben. Okay. Schön. Eine Arena gibt's. Okay, du bist noch unterwegs und so. Dann sind wir natürlich mit dem ganzen Zeugs ja sozusagen eingeschränkt. Festung, Dungeon, Ehrenhalle, Gilde, Post, Charakter, Pilzdealer. Glücksrad. Am Rad drehen. Hehe, die Oma hier ist ja gerade drauf. Wir haben was gewonnen. Schön. Oh, hier geht's auch weiter. Kampf, Einschlag. Okay, ich habe das Gefühl, das ist hier ein bisschen einfach. Habt ihr das Gefühl auch? Irgendwie. Okay, gucken wir das nächste. Ach, die ändern sich jedes Mal. Oh. Das machen wir. Stadtwache ist, glaube ich, arbeiten gehen, soweit ich noch im Kopf habe. Waffenhändler, Ringhändler und sowas alles hier. Zack. Fast schon Stufe 3, so die Hälfte. Stall, okay. Wir können in meinem feudalen Stallung meine Reittiere bieten ich in Form der Last Leasingverträge an. So sparen sie bares Geld und kommen zudem in den Genuss einer jederzeit Mobilitätsgarantie. Suchen Sie sich etwas Passendes heraus. Ja, brauchen wir erstmal nicht. Wir sind noch am Anfang. Wir sparen erstmal unser Zeug für bessere Rüstung, damit wir schneller steigen und so weiter. Muss einfach mal sein. Kann man ja jetzt immer machen. So. Ich würde sagen, wir haben das Teil. Wir gehen aber direkt in die nächste Mission und gucken gleich erstmal zum Ausrüsten uns genaue Sachen an. Das interessiert mich gerade nicht. Dann holen wir uns erstmal ein bisschen Ehre. Kann man auch beim Karten.
So, das können wir beim Dingensladen hier sicherlich auch verkaufen, oder? Jo. Herrlich. Wir können die Dinger uns leisten. Tun wir direkt. Hier, weg damit. Unser macht 10 bis 18 Schaden und der 12 bis 16. Ah. Zwei weniger Schaden, aber dafür. Ja, ach, das ist doch nur verrückt. Das ist. Nee, lassen wir so erstmal, wie es ist. Gucken wir hier nochmal nach. Ui. Zack. Na, was haben wir denn hier jetzt? Was ist das denn? Dreck des Nullwählers? Glück 2. Schicken wir ihn einfach mal los. Ich habe echt keine Ahnung, was das ist. Ja, ich werde auf jeden Fall das so weiter spielen. Ich hoffe, das ist schon ein interessantes Spiel. Ich wollte das zeitgleich am Montag dann bringen zu Hero Zero. Das eine davor, das andere natürlich später. Und das gummiartige Schwert, das ist schon echt cool. Die Landschaften finde ich sehr, sehr schön. Die sind richtig schön gezeichnet. Ich glaube, das ist wirklich steckt viel Arbeit drin hier in sowas hier. So, Charakter blinkt. Echt beeindruckend. Okay, wir schicken aber direkt natürlich wieder los, das ist ganz klar. Rüstungs 1, das bringt nichts. Oh. Okay, das kriegen wir schon hin. Wir müssen noch mal kurz zum Waffenladen. Ach, schade. Hätte ja klappen können, dass er uns bessere Sachen da nochmal hingibt, aber das kommt nur Schrott raus. Oh, oder auch nicht. Das Teil ist doch mal cool. Okay, ja, einen Pilz werde ich mal ausgeben. Ein bisschen Gold kaufe ich mal oder den Pilz zurück, das wäre schön. Scheiße. Ich meine, yay. Baukosten 100. Bau nicht möglich. Du musst mindestens Stufe 25 haben, um die Festung bauen zu können. Bauen möglich. Festung Stufe 5 erforderlich. Oh. Okay, erstmal die Festung, alles klar. 25. Stufe muss ich haben und jede Menge Kohle. Ich würde sagen, wir werden das auf jeden Fall mal machen. Dann bis in der nächsten Folge. Macht's gut.